Rubble. It feels like a steep rocky incline. Jetzt würdest du Intelligenzpfad anfangen, das heißt, ich speichere jetzt einfach nochmal ab und sag Atlantis. Hopp. Save. Oh, das war zu weit. 2013. 12, 21 und und das heißt, du würdest jetzt überladen, zurückhüpfen und in den Intelligenzbestienpfad hineinwandern. Das ist der Plato-Dialog-Abspeicherpunkt, ne? Und hier muss ich mich entscheiden. How will I find Trottier and Al-Jabbar? Not so fast. First, I'm going to tell your fortune. Look into my eyes. Deep into my eyes. For Pete's sake, I'm not going to hurt you. Now hold still. You are a remarkable man, Dr. Jones. You possess great strength of character. You are resourceful. You trust others and want them to trust you. The most promising path to Atlantis, therefore, is the one we both must take, together as a team. So, Erklärung. Wir hatten ja von Falmanchen vor ein paar Folgen erfahren, noch zurück in New York. New York war das, glaube ich, oder Boston, was weiß ich. Noch zurück hier in Dings, das in den USA auf alle Fälle, dass wir drei Möglichkeiten haben, hier nach Atlantis zu kommen. Wir können den Action-Pfad nehmen, das ist der, den wir jetzt gerade bereits bis Atlantis durchgespielt haben. Wir können den Intelligenz-Pfad nehmen und wir können den Team-Pfad nehmen, den Weg, den wir gemeinsam mit Sophia gehen. Und das sind genau diese Antworten. Alright, I'm convinced you can come along, wäre eben der Team-Pfad. I'd rather go into action myself, das war der, den wir gerade gemacht haben, der mit viel Prügelei. Und I'd rather think my way through ist der Intelligenzpfad, den wir jetzt nehmen werden. Bis dann, Herr Gaxkang. Viel Spaß noch, schönen Abend dir. I'd rather think my way through. Are you absolutely sure? Tja, ja schon. Wir wollen ja zumindest. Yes, I'm sure. I like to think. Okay, if that's how you feel. Sie ist ein bisschen miffed. You're on your own. Good luck. Bisschen angepisst. Bisschen miffed, dass sie da bleiben muss. I'll send you a postcard. Take care of yourself and don't talk to strange Nazis. Take care of yourself and don't talk to any strange Nazis. Probieren wir das so mal. Long, Indy. Macht sie wahrscheinlich trotzdem. Und wir probieren es jetzt mal mit der Monte Carlo. Da wollten wir ja, da hatten wir, in Monte Carlo wollen wir wieder den Monsieur Dingsbums erwischen. Das wissen wir ja schon, wie es geht. Dafür haben wir uns jetzt ja oft genug unterhalten. Sind Sie der Stranger, den ich suche? Wahrscheinlich nicht. Das war der grauhaarige Typ. Wo ist er denn? Hier ist er. Hey there. Ja. Hey there. Are you Alan Trottier? Oh, perhaps. Who's asking? Who's asking? C'est moi, c'est Dr. Jones. I'm Dr. Indiana Jones of Barnett College. Jones. I believe I've heard of you. Yes, of course, the famous archaeologist. I'm sure you have heard of me. Because I am just about the world's greatest adventurer. Yep, I'm just about the world's greatest adventurer. And a conceited fool too, I see. Out of my way. Feel free to look me up whenever you're in town. And now, au revoir. Ah, das mag er, in der Variante mag er das nicht. In der Variante sagt er, dass wir ein eingebildeter Volltrottel sind. Over here, Monsieur Trottier. Monsieur Trottier, je suis désolé. Yes.
Sorry about being so rude. Hey, why don't you stop being such a jerk? Ich glaube, das hilft uns bei ihm. Sorry about being so rude. Apology accepted. Feel free to look me up whenever you're in town. And now, au revoir. Den Satz konnten sie nicht lesen, oder was? And now, excuse me, Silvo Play. Da wussten sie nicht, wie man Silvo Play ausspricht, oder was? Wo denn jetzt hin? Feel free to look me up when you're in town. Da bist du ja wieder. Monsieur Trottier? You look confused, Dr. Jones. I'll help you. But first, answer me this. What was Plato's great error? Der hat sich verrechnet. An error of translation. Yes, excellent. Obviously, you know Plato's lost dialogue well. Personally, I doubt I can help you, but my name is recognized among dealers in antiquity. Maybe my business card will be of some use to you. Yep, yep, gib her. Feel free to look me up whenever you're in town. And now, au revoir. Ja, ja. Au revoir, bonne soirée. A plus jamais. So, bis auf Nimmerwiedersehen. Und wir haben jetzt endlich wieder seine Business Card und fahren zum Flughafen. Das war alles, was wir in Monte Carlo gemacht haben. Driver to the airport. Wie immer, zurück zum Flughafen und auf nach Algerien. Hopp. Hier sind wir auf der Suche nach dem anderen Fuzzi, von dem ich schon wieder den Namen vergessen habe. Wir können uns mit dem Bettler hier unterhalten, aber es bringt eigentlich nicht viel. Es sei denn, es würde sich hier was ändern. Ah, a prosperous American. Very prosperous, very, very. You ever hear of Atlantis, old man? Do you know where Omar al-Jabbar lives? Do you know where Omar al-Jabbar lives? Omar is one of my best customers. Alas, his address is known to few men. Tja, what are you doing here on the streets? What are you doing here on the streets? I'm a beggar, Effendi. It is my job to be here. Das hat sich nicht geändert, das ist immer noch die gleiche Unterhaltung. How's business? Not so good, How's not business? So good. I've seen worse. You ever hear of Atlantis, old man? Atlantis? Atlantis. No. Ach. Now, let me get back to work, please. Na gut, viel Spaß beim Arbeiten. Wir können ihm nicht mal was da lassen. Wir können ihm einen Kaugummi schenken, aber den kriegen wir eh nicht mehr los, den Kaugummi. Den haben wir immer noch vom Stuhl. Ich gehe spazieren. Walk to Citizens, obwohl mit denen könnte ich auch sprechen. Ja, wir laufen einfach hier wieder um die Ecke, wie wir das letzte Mal auch gemacht haben. Und die Straße lang. Artifacts. Hello, Monsieur Storekeeper. Excuse me. How can I help you, Effendi? Are you Omar? You mean Mr. Al-Jabbar? That is an also good one, Effendi. I'm his trusted servant, Paul. Paul Abdul. Hello, Paul. Can you arrange a meeting with Mr. Al-Jabbar? I suppose I could, Effendi, but my master rarely deals with clients in person. Why should I bother him? Because I met Monsieur Alain Trottier in Monte Carlo, and he gave me his business card, and it's a matter of life and death. That's what they all say. You'll have to give me a better reason than that. A better reason than that. I give you one of many reasons. Look, here is the business card of Monsieur Alain Trottier. And I guess he's French, which means he's going to be very pissed if you don't help me. Hop. Excuse me. Yes? I think this may interest you. Ah, the business card of Monsieur Trottier. That's different. Perhaps Mr. Al-Jabbar will desire to speak with you. But only perhaps... Wait here until I get back. I'm not going to wait. I'm going to run. Run! Run, run,
Run faster! Run! Indy! Can't you run faster? Where's the other guy? Where did he go? Go into the city streets. Where's the dot? There's the dot. Where am I? I'm here. Oops. Market, market. No! Did he already come back? Doo-da-doo. Doo-da-doo-qua. There you are. Here I am. Mr. Aljabar says that he's sorry, but he can't see you now. So geht es fein nicht. Geh noch mal gucken. Excuse me. What is it now? Could you go see Mr. Aljabar again? Well, you do know, Trottier. Perhaps I didn't explain things very well to my master. Genau, probier's noch mal. Wait here until I get back. Mach ich nicht. Hopp. Geh schon. Lauf, 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 lauf. Komm, wir gehen gleich geradeaus, geradeaus, geradeaus. Wir gehen nicht hinten lang. Vorne lang. Bist du, musst hinten lang gehen. Zu viel kostbare Zeit verloren. Wo sind jetzt hin? Was? Das ist die Path to the Airport. Nee, nee, nee. In die Stadt, in die Stadt. Wo ist der Punkt? Da unten, da unten, da unten. Da. Nicht so schnell. Nein, jetzt habt ihr euch getroffen. Jetzt läuft er wieder zurück. Der vereimert mich doch. Bin ich wieder hier? Auf der anderen Seite wieder raus. Dann muss ich außen rumlaufen und einfach warten, bis er irgendwo verschwindet. Die intelligentere Variante ist anscheinend schwieriger. Ich darf wahrscheinlich nicht nur ein Haus weiter weg sein oder sowas. Mein Problem ist, dass ich mir zu viel Zeit lasse, da durchzulaufen und hinten wieder rauszukommen, oder was? Oder soll ich ihm ganz nah auf den Fersen sein? Ich hatte nämlich das letzte Mal den Eindruck, wenn man ihm zu nah auf den Fersen ist, dann rennt er einem sofort weg. Bin ich wieder hier? Muss ich vielleicht nochmal mit ihm sprechen? Versucht er jetzt ja mich? Ah. Du willst doch nur über den Marktplatz laufen. Nicht die Nähe zu irgendwelchen Häusern. Ich sag die Nähe zu dem Typen. You there. Ja, da, da. Sag, wann sprichst du denn? Have you ever heard? You ever hear of a man called Aljabar? You ever hear of a man called Aljabar? Regrettably, I do not know this man. Salam, Afendi. Komm, dem folgen wir auch. Der erzählt jetzt gleich, dass wir da irgendwie nach ihm gefragt haben. Wieso läufst du denn immer so weit? Ich stopp dich vorher und du läufst immer viel zu weit. Dann laufen wir wieder über den Marktplatz. Lauf doch unten lang, Mensch. Geh mal hier zurück. Sieht er, der vereimert mich.
er da hinten? Der läuft nur noch im Kreis. Zweiten Punkt haben wir ja nicht bekommen bei dem. Ich lauf noch mal dahinter. Ich verstehe es nicht. There you are. Yep. Mr. Aljabar says that he's sorry, but he can't. Jetzt probier's halt noch mal, du Nuss. Excuse me. What is it now? Could you go see Mr. Aljabar again? It does look like you've been business, and I could use the exercise. Don't leave while I'm gone. Nee, ich liebe nicht. Komm, wir laufen gleich hier entlang. Gleich hier auf die Straßen. Wir vergessen, dass es zwei Ausgänge gibt. So, wir sind hier. Und da rennt er uns schon davon. Jetzt will er wieder über den Marktplatz drüber, was ja dann heißt, dass wir hier schon wieder... Jetzt sind wir wieder auf dem Marktplatz, Mensch. Manchmal kann ich über den Markt laufen, ohne dass er anhält, und manchmal hält er dann an. Das ist total dumm. Jetzt hält er wieder an, oder? Nee, jetzt nicht. Jetzt hält er aber hier wieder an und das nervt mich. Dann schmeißt er mich wieder raus und dann ist der Punkt ganz woanders. Ich verstehe das nicht. Das hier ist nämlich der dumme Marktplatz da. Hier, Market-Teil. Warum wirfst du mich da raus? Ich verstehe das nicht. Und da biegt er einfach wieder ab. Ich meine, ich kann schon zu Fuß drüber laufen, aber zu Fuß drüber laufen dauert halt 3 Stunden länger, also. Ich verstehe das Spiel nicht. Hey, where'd he go? Sieh ihn doch. Der Unterschied ist der Typ, der im Marktplatz jodelt. Den hatten wir nämlich vorher nicht. Wieso rennt er bis da hoch? Ich habe nicht gesagt, dass er bis da hoch rennen soll. Er rennt ihm immer voll in den Weg hinein. Ich kann gar nicht so laufen, dass er nicht hingehen soll. Er soll bis hier gehen und er rennt bis da hoch. Ich kann gar nicht so laufen, dass er ihm aus dem Weg geht und dass man ihn nicht sieht. Das geht nicht.
Der Bettler weiß nicht, wo Atlantis ist. Also er hat noch nie von Atlantis gehört. Im anderen hatte er von Atlantis gehört. Und wieso renne ich dem jetzt hinterher? Der ist ja vorhin weg gewesen. Das verstehe ich nicht. Ich bin noch vorhin hier rausgekommen, nachdem ich mich mit ihm unterhalten habe, mit dem Typen, den wir eigentlich haben wollten, und bin hier abgebogen. Da hatte ich überhaupt noch nicht mit dem Typen gesprochen. Excuse me. What is it now? Dem Fetztypen sind wir doch Could you go see Mr. Aljabar again? Nicht als er gesagt hat, dass er jetzt Exercise machen möchte. It does look like you mean business, and I could use the exercise. Don't leave while I'm gone. Hier, wieso heißt jetzt schon wieder, dass der den Fez auf dem Kopf hat? Hat er aber doch gar nicht. Wo ist denn der andere? Ach, der Weiße soll er sein, oder was? Jetzt ist er grau, oder wie? Den sieht man ja überhaupt nicht, den Fuzzi. Hey, where'd he go? Da ist er. Er ist da reingegangen und du bist nicht weitergelaufen, du Depp. Wieso sagst du, der Indie wollte selber nicht um die Ecke gehen, hat sich dahingestellt und sagt, where did he go?